Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 1. Wir waren hier in der Stadt stehen geblieben, wie immer. Wir waren in den letzten Folgen draußen kurz und haben uns da mal umgesehen. Aber da war nicht so viel los und wir haben ganz schön viel aufs Maul bekommen. Deswegen dachte ich mir einfach, geh's halt mal wieder in die Stadt. Ist doch auch eine Idee. Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Okay, offensichtlich habe ich dir nichts zu sagen. Ah ja, ich habe ja dir die Teile weggenommen. Ich muss mal gleich mal gucken. Diese Liste von Meister Beishu habe ich, glaube ich, noch nicht abgearbeitet. Und Fleisch müssen wir auch noch verteilen. Beziehungsweise sammeln. Und Felle. Warte mal, was war denn jetzt? I war das jetzt, ne? Das können wir mal machen. Wir könnten aber auch mal Paddy Bescheid sagen, dass wir jetzt einen Ausweg gefunden haben, wo sie denn raus kann. Jo, Paddy! Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde Du ich mir kannst mal hingehen und genauer gucken. ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, Viel wenn du mich Spaß. angeschmiert hast. Dann reiße ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Du kannst es ja mal versuchen, ob das so klappt, wie du das vorstellst. Das frage ich mich. Aber gut. Wo liegt ein Apfel? Ich habe gerade irgendwas eingesammelt, was ich eigentlich nicht einsammeln wollte. Egal. Ich sammle hier einfach mal alles ein. Was ist das hier? Ein Besen. Alles mitnehmen. Ich habe Platz im Inventar. Mein Inventar ist unendlich, deswegen kann ich hier alles mitnehmen. So ein Schrank. Was ist da drinne? Wasser und kleiner Mana-Trank. Hat keiner gesehen. Hier noch was? Nee. Hier sind nur Stühle. Hier liegt nichts weiter rum. Warum habe ich das nicht schon viel früher gelootet? Ich war da, glaube ich, noch nie so richtig drin. Da haben wir das noch nie so richtig angeguckt. So, dann mache ich einmal. Ah ja, ich hätte ja auch einfach F8 machen können. Egal. Und hier steht noch eine Truhe. Rum. Nochmal rum, Milch. Was Das muss hast du man denn vor? ja ausnutzen, weil ich so viel rumnehme, oder was? Was Mal hast du denn Krippe. vor? Dass die gute Dame nicht da ist. Da muss man auch mal looten. So. Ich hatte das nicht gestört, offensichtlich, ne? Mach ich mal hier speichern und dann versuche ich mal die Truhe zu öffnen. Und nochmal von vorne. Das war nichts. Der Dietrich ist hin. Okay, dann probieren wir es mal so. Geschafft. Das war leicht. Beim 100 Mal. Rezept für die Pfanne. Jägerpfanne. Erhöht den Genuss, die Geschicklichkeit und Ausdauer. Gehen wir von Gewürzbeutel, Kartoffeln. Habe ich beides nicht. Nehme ich mal. Die stört das offensichtlich nicht, wenn ich hier Sonjas Zeug wegnehme. Das finde ich gut. Salty und Wache kriegen nichts von mir. Ich muss halt doch die Typen finden, die Heiltränke von mir kriegen. Vasil, stehst du mit auf der Liste? Ich glaube nicht. Nee, weil sie steht nicht drauf. Also Martha habe ich auf jeden Fall. Josh, Finn, Cole und Elias. Muss ich nochmal anquatschen. Josh, Finn, Cole und Elias. Das muss ich mir merken. Ich bin nicht besonders gut im Merken, deswegen werde ich das wahrscheinlich gleich wieder Was hast vergessen du denn haben. Und da vor? ist noch ein Fläschchen. Ich habe vor, dieses Fläschchen zu nehmen. Und daraus einen. Oh, eine Wurst. Heiltrank zu machen. Ich nehme jetzt einfach alles mit. Ich guck, ich klappe das nochmal ab. Sid, du Was schaffst nicht mehr willst du hier? drauf. Katie auch nicht. Josh, Finn, Cole und Elias stand noch mit drauf. Nielsen auch nicht. Die haben hier überall Zeug zu liegen, überall Gemüse und so, was Halte deine man Finger braten bei kann. dir. Eine Bürgerin. Ich halte meine Finger gleich bei dir. Du Oh mein mieser Gott, Sven. kleiner Dieb. Was willst du Was? hier? Was? Ich habe gar nicht, ich Oh, habe gar nicht haltet ihn geklaut. auf! Er ist ein Ich war Dieb! das gar nicht. Nein, 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 das stimmt gar nicht. Dieb! Er Hast du darf was gegen nicht. mich? Ja, okay. So viel dazu. Automatischer Spielstand. Das ist ja interessant, dass mich hier alle als Dieb beschuldigen. Das war ich nämlich gar nicht. So. Ich hätte aber schon gern das Wolfsfell, muss man sagen. Ist jetzt. Ja? Hallo. Ich Halte störe deine es nicht. Finger bei dir. Okay, ich muss das offensichtlich dann machen, wenn du weg bist. Aber ich dachte, ich darf mir die einfach nehmen. War da nicht die Rede von, dass ich mir die einfach nehmen darf?
So, Nico stand auch nicht mit drauf. Josh, Finn, Elias und Cole, glaube ich. Hier ist ein Bett. Ach, dieses Haus habe ich mir ja gegönnt, ne? Das habe ich mir ja gegönnt. Liegt hier irgendwo noch ein Fell? Nee. So wie eine Markierung an der Wand. Also so eine Karte mit Stuff. Josh, Finn, Cole und Elias. Was hast du hier zu suchen? Tja, das wüsste ich auch gerne. Ein Bauer. Bauer sucht Frau. Du bist doch kein Dieb, oder? Ja, das hast du jetzt gesagt. Costa braucht garantiert nichts. Was jetzt finde ich die ganzen Wolfsfälle, aber ich kann mir die jetzt nicht nehmen. Das ist ja mega blöd. Elias, habe ich dich schon... Wieso? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Weiß ich ja schon. Weiß ich, dass er ein Arschloch ist. Warum verkauft ihr eure... Sollen wir... Nein, wir haben... Ja, okay. Elias habe ich also schon eingegeben. Dann fehlen nur noch Josh, Finn und Cole. Josh, Finn und Cole fehlen noch. Was suchst Hast du hier irgendwo hier? Einen Teppich? Nee. Hört doch mal auf, mir immer Fragen zu stellen. Also wirklich, ich finde das ein bisschen unangenehm gerade. Dass ihr mir so nahe rückt. Arno? Ich kann dir nicht helfen. Nee. Was ist das? Doyle, mit dir habe ich auch nichts zu tun. Und Martha hat jetzt endlich ein Bett zum Pennen. Martha haben wir schon den Heiltrank gegeben. Josh, Finn und Doyle fehlen noch. Du bist keiner davon, du bist nämlich Delgado und du bist krass gesund. Ist hier irgendwo einer von den Leuten? Das sind alles nur Wachen. Was bist du für einer? Du bist auch nur ein Bauer. Bauer sucht Tier. Hier war ich schon. Habe ich die Kiste schon gelootet? Halt's Maul, sonst gebe ich die gleich raus. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Kann ich mir die Milch einfach nehmen? Ja, und die Pilze kann ich mir auch einfach nehmen. Sehr schön. Hier ist bestimmt auch nichts. Ich gehe jetzt hier einfach mal hoch. Ist bestimmt aber auch nicht gut, wenn ich die umklopfe, die Typen. Raus! Dann haben die bestimmt auch ein Problem. Jetzt halt's mal, Maul, Alter. Jetzt halt's Maul! Was soll denn das? Alter, mega Fallschaden gerade bekommen. Super intelligent. Josh, Finn und Doyle fehlen noch. War Doyle nicht da oben mit? Warte mal. Doyle? Cole. Cole, Finn und Josh. Cole, Finn und Josh. Muss man mal erstmal finden, ne? Du, das ist gerade ganz schlecht. Also gerade ganz schlecht. Du hast ganz viel damit zu tun, einfach in die Gegend zu starren und nichts zu tun. Ich merke das schon. Du bist ein sehr beschäftigter Mann, du Wichser. So, mit der Wache habe ich auch nichts zu tun. Ich bräuchte mal wieder ein Level-Up und... Probleme haben wir alle. Finn habe ich schon einen Heiltrank gegeben. Lernpunkte, um Axt zu steigern. Mehr Punkte in Axt. Alles auf Axt. Ich habe übrigens immer noch nicht das Händlerviertel gefunden, ne? Da war ich auch noch nicht. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschruhr zur Seite. Oh. Was genau passiert da oben in der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition dort breit gemacht und bildet ihre Rekruten aus. Mhm. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Stimmt. Don Esteban und seine Verbrecher haben immer noch großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung bezahlen zu müssen. Das ist auch besser so, ne? Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie. Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Belschwur. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann.
Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos, eingesetzt, um die Kontrolle zu behalten. Natürlich. Erzähl mir mehr über Kommandant Carlos. Er ist Krieger des Ordens der Heiligen Flamme. Die meiste Zeit verweilt er oben im Wachhaus der alten Stadtwache. Doch seine weißen Ordenskrieger sind stets wachsam und halten Ordnung in der Stadt. Was man von der alten Stadtwache nicht unbedingt behaupten kann. Die alle nur aufs Maul bekommen. Was stimmt nicht mit den alten Stadtwachen? In den Tagen, bevor der Inquisitor hier ankam, waren sie dafür verantwortlich, in den Straßen für Ordnung zu sorgen. Don Esteban hatte sie alle unter Kontrolle. Doch heute haben die Ordenskrieger hier das Sagen. Leider kümmern sie sich zu wenig um das Volk. Die alten Stadtwachen machen heute ihr eigenes Ding. Sie sind korrupt geworden und würden für Gold und Vergnügen alles tun. Alles klar. Ich soll Heiltränke für Belschwur verteilen. Das ist eine gute Sache. Die Menschen hier brauchen Heilung. Ja. Wie finde ich die ganzen Leute, die die Tränke brauchen? Belschwur hat dir doch sicher eine Liste gegeben, oder? Ja, richtig. Du findest die Leute alle hier in der Gosse. Die meisten sitzen auf der Straße. Wie bist du Novize geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meister Belschwur meinte, ich hätte das Zeug dazu und gab mir seinen Segen. Nachdem ich auch Kommandant Carlos von mir überzeugen konnte, durfte ich unbehelligt in die Vulkanfestung gehen und meine Ausbildung dort beginnen. Eines Tages werde ich ein mächtiger Magier sein. Ja, Harry, das wirst du. Was? Nee, falsches Genre. Hi. Cole, dich habe ich gesucht. Bist du auch ja. auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Meine Plätze sind immer ruhig. Was ist an diesem Platz so ruhig? Wir sind hier im Schrein der Heiligen Flamme. Einen ruhigeren Ort findest du in der ganzen Stadt nicht. Und? Was machst du hier? Ich bete. Ich bete, dass der ganze Spuk hier bald vorbei ist und ich wieder auf die Jagd gehen kann. Also ich finde ja, die ganze Stadt ist relativ ruhig. Weißt du, wo ich Felle bekommen kann? Felle? Ich hörte, Baxter lässt eine Lieferung Fleisch bringen, wenn er einen Haufen Felle bekommt. Deshalb bin ich hier. Hast du Felle? Pass auf, ein Fell habe ich noch. Das kannst du kriegen. Und? Na, hoffentlich. Wie kann ich mehr Felle auftreiben? Keine Ahnung, vielleicht hat Pavel eine Idee. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist natürlich ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin und kein Magier. Und brennt die ganze Wald nieder. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Alles klar. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Natürlich nicht. Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogen? Ist mir egal. Das kann ich dir zeigen. Das ist interessant, aber ich brauch's nicht. Oh, ein Teller. Kann ich das einfach mitnehmen? Ich versuche alles einfach mitzunehmen. Du. Ihr hungert, aber ist mir egal. Ich nehme trotzdem einfach alles mit, was hier liegt. Okay. Oh, er ist weg. Oh, ist weg. Geh weg. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Na, goddammit. So, jetzt müsste ich aber alle Heiltränke verteilt haben. Meister Belschwur, was geht? Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Wer weiß, will ich wieder offen. Vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Nein. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Nein. Carlos davon berichten. Er wird Nein. dich rufen lassen, wenn er Zeit für dich hat. Nein. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur Absolutely er not. Kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn Kein Bock. Ohne sein Wohlwollen
wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Überhaupt kein Bock. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später. Okay. Vielleicht später, vielleicht gar nicht. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Natürlich. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Da verzichte ich drauf. Ja, zwei große Heiltöpfe. Heiltränke meine ich. Heiltöpfe. What the fuck? Nee. Ich brauche immer noch die Pelze für ihn. Sind hier welche? Oh, hier ist ein Messer auf jeden Fall. Und ein Finger Kanapfel. Weg! Du brauchst wohl Schläge! Ich war das gar nicht. Scheiße. Muss ich mal schnell laden. Schnellspeicherstand. Ja, mal stehen hier. Ja, muss ich noch mal mit Meister Flavio quatschen. Das ist irgendwie nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, der ist weg. Kann ich mir das hier alles nehmen? Sonst könnte ich mir das wahrscheinlich auch nicht nehmen, wenn der nicht weg wäre. Ich Teller eigentlich verchecken. Für mich ist doch der wahrscheinlich gar nicht zu gebrauchen. So, Meister. Tipp. Ja. Okay. Sehr gut. Sehr schön, sehr fein, sehr toll. Quests, was haben wir noch? Eine Hafenstadt, Felle für Fleisch, genau. Wir müssen die Fälle finden. Goldschalen müssen wir finden. Finde den Spitzel des Einbrechers, genau. Rodriguez will, dass ich die Einbrüche untersuche. Er glaubt, Sid jemanden geschickt also ausspielen. Ich soll den Spion für ihn finden. Es wurde bei Nielsen dem Kartenzeichner, Flavio dem Verhänder und Baxter dem Flavio hat Vasuli, Doyle und Pavel gesehen. Vasil, Doyle und Pavel. Aber mit denen habe ich ja schon geredet. Die waren ja relativ unverdächtig, ne? Vielleicht später. Alle macht den Don. Ich muss mehr Banditen in der Affenstadt unterstützen, damit Scordo in ihren Plan einweiht. Der gefangene Schatzsucher Bart erzählte mir, dass der Bruder Ulf irgendwo im Händlerviertel gefangen wird. Okay, in Händlerviertel muss ich auch noch. Drei große Goldschalen. Ja, okay. Romanovs Gold. Checho will das Gold haben, das Captain Romanov für Dom und seine Verbrechen bekommen hat. Es müsste noch irgendwo in der Stadt sein. Okay, aber ich weiß halt nicht wo. Romanovs Seemannskiste. Warte mal. Der will Romanovs Gold. Und der Romanov will, dass ich ihm seine Schatulle bringe, die sich in seiner Seemannskiste im obersten Stockwerk des Lagerhauses ist, am Hafenkai befindet. Im obersten Stockwerk des Lagerhauses. Da wollen wir doch jetzt mal hingucken. Ich glaube, da darf ich aber nicht einfach so rein. Hey, du! Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Juckt mich halt so gar nicht. Weil der will mich zu den scheiß Typen schicken. Will mich zu einem Novizen machen. Da habe ich mal wenig Bock drauf. Oben im obersten Stock des Lagerhauses, also. Hier kann man nicht hoch. Hier könnte ich bestimmt was klauen im Schrank. Mal schnell speichern. Solange keiner guckt. Wenn es keiner sieht, ist es kein Diebstahl. Lalalala, dann ist es nur borgen. Ich habe es mir nur geborgt. Ich bringe es später ganz bestimmt zurück. Nicht. So, das ist doch das Lagerhaus hier, ne? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Was ist los? Ich wollte mich hier mal umsehen. Raus! Nee, ich will mich hier mal umsehen. Ich darf das. Lass mich in Ruhe. Raus, oder setzt was! Nein, ich darf das aber. Ist das Komm hier her. Die... Nein, lass mich mal in Ruhe, bitte. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich muss ja erstmal gucken, ne? Ich darf das. Ich habe Genehmigung von der, von... Raus! Von, oh, hallo. Bist du schlecht? Ja, ich bin noch da. Ich bin noch da, das ist kein Problem. Ich habe doch von irgendwem die Genehmigung erhalten. Bei die Truhe. Ne, da haben wir schon geklaut.
geborgt. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Wo ist denn Romanos ver... Business Geld. Ich meine die Schatulle. Ich muss nochmal den Typen fragen. Der hat ja hier, der eine, nicht der Wachtyp, sondern der andere. Buddy, dich haben wir schon begleitet. Du warst ja ein leichtes Ziel. Du hier.